Welcome back to another German Food Review and it's beer time. Veltins V+ Remix 90% dark beer and 10% malt mix. 4.8% of alcohol. Interesting. Beer remixed by Veltins. Okay. It's a dark beer with a light malt flavor. Interesting. That is new or so, no idea. 90% Trüben, cloudy beer, whatever. And 10% soft drink with malt flavor. Veltins Brewery. Don't drink and drive. A third of a liter, price 79 cents. And yeah, it looks quite nice. And I like malt, malty stuff, so let's try it. Hey, what's going on? Sniff test. Yeah, smells like dark beer. Okay. Oh, a lot of foam. Look at the foam. What the heck? I don't like foam. So, but okay. Let's do a thumbnail here. Okay. And sniff test again. It smells the same from the bottle and from the glass. Like dark beer. Yeah, 10% is not a lot. Not sure about 10%. But okay, 4.8% of alcohol. Prost. Yeah, tastes like dark beer. Yeah, tastes just okay. Lighter dark beer. It's not bitter or so. It's quite nice, but malt flavor. Not sure. Prost. Yeah, but it's quite nice if you like dark beer. That's okay for you, I guess. And the jar's very light. It's not heavy at all. Look at the color. It's also not really dark. It's very smooth. Post. Yeah, thumbs up. If you like dark beer, try this one here. If you don't like dark beer, don't try this one. Yeah, not sure about the 10% here. A little useless. But okay. Definitely a thumbs up. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt Bier. Und zwar von Veltins. V+ Remix. Und das ist, glaube ich, neu oder so. Ist das neu? Dark Beer 90% und 10% Malt Mix oder Malt Mix. Nee, nicht Malt. Malz wäre das dann. 4,8% auf Alkohol, 4,8% Alkohol, Entschuldigung. Und Biermischgetränk aus 90% Trübenbier. Warum sagen die denn hier Trübenbier? Okay. Und 10% Erfrischungsgetränk mit Malzgeschmack. Ja, 10% klingt wie ein Witz. Ist es auch. Aber okay, wenn wir gleich checken. Zutaten, Farbstoff, damit es dunkler ist. Brauerei Veltins. 79 Cent im Kaisers und ja, ihr sollt nicht fahren und trinken oder andersrum. Ja. 0,33 Liter, so ist nicht so günstig. Aber okay, ja, die anderen Dinger sind kosten genauso, glaube ich. Lass mal eingießen. Und das hier hat wenigstens 4,8%. Schnuppertest von der Flasche. Das riecht einfach wie ein Schwarzbier so. Ja. Nicht unangenehm oder so. Eigentlich ganz gut. Besser als Pilz oder so. Ja, geht. Und so sieht's aus. Schwarz. Prost. Und ja, schmeckt auch wie ein Schwarzbier so. Aber nur ganz leicht. Also das ist noch leichter. Viel, viel leichter als, ja, ich nenne mal ein normales Schwarzbier. Ja, aber ist okay.
Wer hier richtig harten Biergeschmack haben will, der findet den hier nicht. Das ist okay, aber ich bin mir sicher, die 10% hier sind irgendwie ein bisschen nutzlos. Schmeckt nicht wie ein Malztrunk. Prost. Aber kann man trinken, ohne dass man Krämpfe bekommt. Vielleicht sollten sie 20%, aber eigentlich können sie es so lassen. Ist halt nur ein komischer Name, aber schmeckt ganz gut. Wenn man ein leichtes Bier mag, hier seht ihr auch, ist nicht richtig dunkel. Ist ja auch nachgefärbt. Prost. Ja, aber kommt locker einen Daumen nach oben. Schmeckt angenehm. Kein ekelhafter Nachgeschmack. Ist nicht zu stark. Ja, wer starkes Bier haben will, sollte es nicht kaufen. Wer eher leichtes Schwarzbier mag, der kann da zugreifen. Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.